Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Days Gone, dem Herausforderungsmodus. So, im letzten Part haben wir eine der Horde-Herausforderungen auf Gold geschafft. Die Herausforderungen, die ja immerhin die Hälfte der Challenges hier ausmachen. Und jetzt werde ich mich auf jeden Fall an die nächste heranmachen können. Infiziert. Denn für die Strategie ist eigentlich nicht mehr oder weniger das nötig, was auch schon für die letzte Horde-Herausforderung nötig war. Sprich, wieder die Ringe, Kugeln und Widder, sowie das Goldabzeichen Verdammnis, das wir ja für diese Kampfherausforderung bekommen haben. Ich bin echt froh, dass ich das rechtzeitig gesehen habe und dass ich gecheckt habe, ah, okay, Durchschlagskraft der Waffen, das ist ja definitiv bei den Horden das A und O, also das wahrscheinlich am besten als erstes machen. Das habe ich eindeutig richtig erkannt, denn jetzt kann ich mich um die ganzen Horde-Herausforderungen kümmern, ganz ohne Probleme. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier jetzt laufen wird. Da ist die Strategie an sich auch sehr unabhängig von den ganzen Nebenherausforderungen, lustigerweise. Also, soll ich mal einen anderen Charakter nehmen oder bei Iron Mike bleiben? Ich könnte jetzt theoretisch sogar noch ein paar neue holen. Ich könnte Sarah nehmen, ich könnte Eddie nehmen, Carlos, ich könnte Taylor nehmen. Okay, da brauche ich noch eine Respektstufe, nee, Rufstufe mehr. Naja, aber ich könnte Boozer eventuell nehmen. Ricky fand ich auch ganz nice. Sarah. Ja, komm. Sehr gerne. Versuchen wir es jetzt mal mit Sarah. Einfach mal so. Auch wenn Iron Mike mein Lieblingscharakter ist und ich mit ihm eigentlich ganz gerne die Challenges machen würde, aber einfach mal nur um ein kleines bisschen Abwechslung hier charaktermäßig reinzubringen. Auch wenn es für die Challenge an sich keinen Unterschied macht. Naja. So, worauf wir uns konzentrieren möchten. Eine Attraktorbombe kommt nach da hinten hin. Dann gehen wir hier ins Gebäude rein, holen schon mal einen Molly raus und aktivieren hier die Zone. So. Jetzt sollten wir noch immer genug Zeit haben, um in dieses Gebäude reinzukommen, gerade so. Denn hier ist eine wichtige Waffe, die hier. Die holen wir uns jetzt schnell. So. So. Damit die mir ein bisschen von der Pelle rücken und ich wieder ein bisschen Zeit habe. Nochmal eine kleine Attraktorbombe. So, damit habe ich schon mal eine der Waffen, die ich gerne brauche. Oder die ich dringend brauche. Die zweite ist nämlich hier drin. Nein, die hier wollte ich nehmen. So. Jetzt als nächstes. Warte mal. Ach doch, ich habe die aufgenommen. Okay. Das Spiel wollte mir aus irgendeinem Grund nicht anzeigen, dass ich die Waffe jetzt habe. Als nächstes gehe ich zu diesem Gebäude rüber. Denn bei diesem Gebäude gibt es eigentlich nur einen einzigen Zugang. Mit anderen Worten, hier kann ich ein paar Kills bekommen. So, okay. Als nächstes laufe ich hier runter. Jetzt muss ich nur noch mal ein kleines bisschen überlegen, wo muss ich noch mal als nächstes hin? Augenblick. Ah, okay, stimmt. Okay, jetzt weiß ich wieder. Da, 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 da. Jetzt erstmal hier weiter. Hier drin aus dem Raum das hier holen. So. Damit habe ich die Zone quasi wieder, glaube ich, reaktiviert, indem ich da einmal reingegangen bin. So. Und jetzt wird's lustig. Jetzt habe ich nämlich quasi dafür gesorgt, dass die Horden sich hier ein kleines bisschen sammeln. Ich warte immer so ein kleines bisschen, damit sie die richtige Position erreichen. Und jetzt geht's los. Hä?
So. Schon mal der Anfang gesetzt. Jetzt kommt hier ein Attraktor hin. Moment, hier wurde eigentlich noch eine Splittergranate geworfen. Oh, die war vielleicht zu weit. Ja. Auf jeden Fall. Wird das jetzt wieder ein kleines bisschen den Hauptakt ausmachen. Ich werde jetzt ein kleines bisschen durch die Gegend scheuchen, beziehungsweise locken, damit sie mich nicht zu sehr umzingeln. Hier nochmal hoch. Und dann geht's wieder von vorne los. Aber normalerweise müsste die Combo besser aufrechterhalten werden, nicht so wie ich es jetzt mache. Ich habe jetzt nämlich viel zu wenig zusammen. Oh, ich habe noch eine Attraktorbombe, die sollte ich demnächst vielleicht auch nochmal benutzen. Ich muss immer dafür sorgen, dass die nächsten Horden wieder mitspawnen. Ups. So. Nein. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Aber ich kann es eventuell noch retten. Ich mache jetzt gerade wieder gut Punkte. Und das könnte noch was werden. Wo sind die anderen? Hallo? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Ich hab's! Eigentlich kann ich jetzt schon aufhören. Geil! Ich hab's noch gerettet, weil ich noch genug Punkte verdient habe. Geil. Also nicht genug Punkte, weil ich noch genug Munition hatte. Nice. Ich dachte, ich hätte es ehrlich gesagt verkackt. Aber nein, ich habe es noch retten können. Wow. Krass. Das ging schneller als erwartet, um ehrlich zu sein. Mit dieser Strategie, ne, also dadurch, dass ich eben die ganze Zeit auf die ganzen Objekte geklettert bin, habe ich die Horde eben so, immer so ein bisschen kommen lassen, sie angelockt, damit sie nicht zu sehr von der Seite kommen können, wenn ich sie dann anschließend eben in einer Tour wegballere. Deswegen ist ja auch die Durchschlagskraft wieder so wichtig, damit ich sie schön schnell wegnatzen kann, sobald ich sie in diesen einen Flaschenhals gelockt habe und sie da durchkommen lasse. Danach einfach nur die Combo hochhalten, bam, 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 bam. Ne, was ich jetzt zwischendurch zugegebenermaßen am Anfang der Challenge nicht gemacht habe, da habe ich nicht drauf geachtet, dass ich zwischendurch, während ich auf den Autos stehe, auch nochmal ein paar Kills mache, damit die Combo oben bleibt. Aber das habe ich dann wenigstens bei den nächsten 2-3 Runden nochmal nachgeholt, nachgebessert und von der Munition her hat es zum Glück trotzdem noch gereicht, um Gold zu machen. Alter Vater, das ging jetzt auch deutlich besser als erwartet. Und freigeschaltet Stoppuhrabzeichen. Nice. Sehr nice. Okay. Geil. Damit haben wir auch in der Challenge Gold. Wir haben jetzt 25% der Goldmedaillen zusammen.
Nice. Um ehrlich zu sein, bei den Horde-Challenges habe ich erwartet, dass ich ein kleines bisschen länger dran sitzen werde, aber ich will den Tag natürlich nicht vor dem Abend loben. Ich habe erstens immer noch 4 Horden-Challenges mehr vor mir. Das darf ich nicht vergessen, zum einen. Zum anderen muss ich auch noch daran denken, dass die anderen Challenges mir noch genauso Probleme bereiten könnten. Ne? Gerade die Bike-Herausforderungen. Ihr habt ja gesehen, wie ich da durch die Gegend gegurkt bin. Von daher, da könnte es auch hier und da eng werden, aber keine Ahnung, vielleicht kriege sogar ich es mit der richtigen Strategie hin. Das kommt ganz drauf an, was es für eine Strategie am Ende ist, aber irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, wenn die Strategien weiterhin auf diese Art und Weise ausgelegt sind, dann könnte es was werden. Könnte. Wie gesagt, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben und ich will beim besten Willen nicht die anderen Challenges unterschätzen. Das tue ich definitiv nicht. Den Fehler möchte ich nicht machen. Ich weiß auf jeden Fall, es könnte immer noch eine große Herausforderung sein. Wir werden sehen. Wir machen immer alles Stück für Stück. Und wie bereits im letzten Part angekündigt, da ich hier ja eindeutig noch sehr viele Challenges, also Nebenherausforderungen übrig habe, würde ich sagen, kümmere ich mich als nächstes darum. Ne? Wird nur allerdings lustig, 100 Gegner in Gebäuden töten. Mal gucken. Ne? Mal gucken. Vielleicht klappt es sogar mit einer ähnlichen Strategie, wie ich sie gerade eben noch benutzt habe. Wichtig wäre es theoretisch, glaube ich, dass ich mir hierfür auch die anderen Gegenstände hole, die ich mir jetzt auch für die Goldmedaille geholt habe. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ne? Also 100 in Gebäuden, 25 mit Sauerstoffflaschen in einer Zone. Das heißt, vielleicht muss ich erstmal die Zone aktivieren, damit das zählt. 25 Gegner mit einer Sauerstoffflasche sollte machbar sein. 100 Explosionskills, da zählen die Sauerstoffflaschen doch, glaube ich, auch mit dazu. Ich könnte eventuell auch einfach alles an Explosionsgegenständen rausschmeißen, was ich habe, und dann könnte ich auch die 100 dadurch erreichen. Die 100 in den Gebäuden zu erledigen, könnte lustig werden. Naja, wir machen es einfach mal, ne? Da werde ich mich jetzt an keinen Guide richten, weil die ganzen Challenges sind ja ziemlich straightforward. Ne, die sind ja ganz sehr eindeutig zu sehen, was man zu tun hat. Von daher, das ist nicht die Schwierigkeit. Ich würde sagen, eine Attraktorbombe schmeiße ich hier trotzdem noch hin. Und hier kommt dann auch der Molotow zum Einsatz. Auf jeden Fall hole ich mir hier noch die eine Waffe zumindest. So. Sauerstoffflaschen, da ist eine. Nochmal ein paar. Du, 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 du. Jetzt brauche ich nur noch eine Sauerstoffflasche mindestens. Ich sehe jetzt gerade leider keine. Das zählt wahrscheinlich nicht als Sauerstoffflasche, aber ich nehme es für die Explosionskills mit. Nur schade, dass es hier jetzt nur eine Sauerstoffflasche gab. Das wundert mich so ein bisschen. Ja, ist ja gut. Wo gab es hier noch Nester? Da drin. Hier ist schon mal eine Sauerstoffflasche. An die muss ich denken. Da ist sogar noch eine. Nice. Ja, ist ja gut. Nein. Oh, come on. Jawohl, atemlos. Schon mal eine Sache. Jetzt ist eben die Sache mit den Explosionssachen.
Ich habe jetzt nicht gesehen, ob das gezählt hat. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, welche Zahl ich vorher hatte, aber Moment. 98, das müsste die Zahl sein für die Explosionskills. Okay, nein. Die Sachen zählen eindeutig nicht. Das ist ja kein Problem. Ich brauche nur noch 2 Kills. Bam. Massenvernichtung. Das hätte ich auch. So, Moment. Was fehlt mir jetzt nochmal? Dass ich jetzt in-game nicht noch einmal die Nebenchallenges mir genau angucken kann, ärgert mich jetzt so ein kleines bisschen. Ach Gott, was war nochmal das letzte? Ach ja, genau. 100 Gegner in Gebäuden töten. Ja, ja, ja. Jetzt weiß ich's wieder. Ich würde sagen, dann nehme ich erstmal das hier, oder? Okay. Also die Freaker müssen im Gebäude sterben. Es ist nicht so, dass ich im Gebäude sein muss, sondern die Freaker müssen im Gebäude sein und darin auch sterben. So rum. Ist ja kein Problem. Bam, schon hab ich. Easy. Oh, ein paar von denen waren sogar auf dem Dach. Krass. Ja, nice. Du Arsch. Bin ich jetzt nicht sogar in der Nähe von dem Gebäude, wo ich die SMP... Ach, da ist sogar der Schuppen, Mensch. Kann ich mir doch direkt die SMP holen. Nice. Jetzt habe ich alles nochmal auf Silber. Auf Bronze, meine ich. Jetzt kann ich ja noch mal so lange durchhalten, wie ich kann. Einfach nur aus Spaß. La 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 la. Ich halte jetzt überraschend lange wieder durch. Naja, jetzt ist die, jetzt kann ich auch aufhören. Ich wollte jetzt wenigstens einmal die Combo aufrechterhalten. Na, hat nicht funktioniert. Ist ja nicht schlimm. Ne? Aber die Goldmedaille, die wir verdient haben, die bleibt. Genauso wie die Nebenchallenges, die wir jetzt abgeschlossen haben. Nice. Damit ist diese Challenge jetzt auch schneller als erwartet durch, um ehrlich zu sein. Ha, krass. Da überlege ich jetzt ehrlich gesagt. Also ich werde den Part jetzt trotzdem an dieser Stelle beenden, damit diese Challenge als separates Video steht. Aber ich werde vielleicht trotzdem noch am gleichen Tag, falls ich noch eine Challenge schaffen sollte, werde ich vielleicht an dem Tag 2 Videos hochladen, ne, vom Herausforderungsmodus, die dann insgesamt vielleicht etwas über 30 Minuten lang sind, weil dann habt ihr wenigstens, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt jetzt gerade, was das angeht, weil einerseits freue ich mich, dass ich so schnell damit durch bin, andererseits denke ich mir, eigentlich ist das Video viel zu kurz, als dass ich es euch einfach nur so
hinschieben kann. Ne? Jetzt noch eine andere Challenge anzufangen, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube, ich würde mich wieder um die nächste Horden-Challenge kümmern. Wahrscheinlich. Denke ich. Ne? Vor allen Dingen das Lustige ist, guckt euch das mal an. Ey. Ich habe hier bereits dreimal in den Nebenherausforderungen Gold gemacht. Nur die Umgebungstötungen. Da habe ich noch nicht mal Bronze geschafft. Uff. Naja, wahrscheinlich werde ich mich erst einmal komplett um die ganzen Horden-Challenges kümmern. Mir wurde bereits in den Kommentaren gesagt, dass einer von euch es geschafft hat, bei den Kampf- und bei den Bike-Herausforderungen Gold zu machen, aber die Horden-Herausforderungen haben ihm zu schaffen gemacht, ihm oder ihr. Ich weiß es nicht mehr genau, wer das geschrieben hat, aber ich kann mich eben an den Kommentar erinnern. Deswegen, solange noch kein anderer Aufkleber oder kein anderes Abzeichen von einer anderen Challenge nötig ist, um in einer Horden-Challenge einen erheblichen Vorteil zu haben und sich diese erheblich einfacher zu gestalten, solange das noch nicht der Fall ist, werde ich erstmal weiter mit den Horden-Challenges fortfahren. Und dann sehen wir weiter. Ne? Damit, einfach nur, damit ich vielleicht demjenigen, der bei den Horden-Challenges verzweifelt ist, damit ich der Person eine Freude machen kann und ihr mit diesen Videos so ein kleines bisschen, also nicht nur ihr, sondern vielleicht auch mehrere, ne? Einige von euch könnten ja sicher eventuell bei den Herausforderungen schwer tun und ich vielleicht hier und da auch. Nichtsdestotrotz, ne, möchte ich euch mit Hilfe dieser Videos so ein kleines bisschen einen Guide mit auf den Weg geben. Ne? Zugegeben, ich halte mich auch nur an den Guide von jemand anderem. Und dem werde ich auf jeden Fall am Ende auch voll Credit geben. Ne? Weil derjenige, ich halte mich nur an die Vorgaben von jemand anderem. Ich bin nicht selbst auf diese Strategien gekommen. Ne? Deswegen, ich werde demjenigen auf jeden Fall noch einmal gehörig danken müssen. Und ich werde euch auch auf seine Videos verweisen. Falls ihr bei der ein oder anderen Challenge vielleicht doch noch einmal sehen wollt, wie es vielleicht etwas sauberer ablaufen sollte, weil bei mir ist es hier und da, wie ihr bereits im letzten und in diesem Part gesehen habt, hier und da etwas chaotisch, ne? Aber dennoch schaffe ich es irgendwie. Aber so viel steht fest, in dem Anleitungsvideo wird es deutlich sauberer ablaufen. Das kann ich euch garantieren. Also, da werde ich euch auf jeden Fall auch auf den Kanal verweisen, der diese super tollen Anleitungsvideos für die Challenges gemacht hat, bis jetzt. Ich werde diesen Kanal auf jeden Fall auch weiterhin verfolgen, was die anderen Challenges angeht, weil bis jetzt die Erfolgsrate kann sich ja sehen lassen. Wir haben jetzt schon 25% der Challenges auf Gold. Immerhin. Ne? Ich habe ehrlich gesagt mit sehr, sehr viel mehr Zeit pro Challenge gerechnet bis jetzt. Wie gesagt, ich weiß, ich habe immer noch drei Viertel der Challenges vor mir. Dementsprechend will ich die anderen weder unterschätzen noch irgendwie sagen, ach ja, mit den Videos von denen wird das schon mega einfach. Da mache ich mir keine Sorgen. Nee, nee, das will ich nicht sagen. Ne? Wird dennoch immer noch eine kleine Herausforderung sein, weil man den Ablauf immer noch gut genug hinkriegen muss, um am Ende Gold zu bekommen. Aber es rückt mit Hilfe dieser Videos auf jeden Fall deutlich mehr in den Bereich des Möglichen. Nicht mehr so in den Bereich so, ach du Scheiße, wie soll man das hinkriegen, sondern vielmehr in den Bereich des Möglichen und das freut mich sehr und euch hoffentlich auch, denn ne, ich versuche euch ja das Ganze so gut es geht zu übermitteln. Oh Mann, ich drehe mich schon wieder im Kreis kommentartechnisch. Entschuldigung, ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Ah. Aber ihr wisst ja, was ich damit aussagen will. Von daher mache ich an der Stelle jetzt lieber wieder Schluss. Ah. Manchmal, ich weiß nicht wieso, manchmal da fangen meine Gedanken an, sich immer wieder im Kreis zu drehen und ich merke gar nicht, wie sehr ich mich gerade in einer Kommentatorspirale bewege. Naja. Nichtsdestotrotz war es das erstmal für diesen Part. Und ob heute noch ein weiterer Part mit einer anderen Challenge kommen wird, das überlege ich mir bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommen wird. Und dann werdet ihr sehen, ob noch ein zweites Video rauskommt oder nicht. Also ne, noch ein zweites Video zu dem Herausforderungsmodus. Also dann würde ich sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.